Moin Leute und ein recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir, Alfenko. Ja, heute mal wieder zu einem neuen Video der Landwirtschaftsnutzer 2022, Fahrzeuge, Erntemaschinen und Geräteübersicht. Ja, wir fangen heute an mit den Fahrzeugen. Wurde ordentlich was hinzugefügt an Fahrzeugen, auch diesmal auch an Erntemaschinen und am meisten eben halt von den Geräten. Wir fangen aber heute erstmal an bei den Fahrzeugen. Hier wurde nichts Neues hinzugefügt bei Büchner. Auch nicht schnell, sind wir ja schon durch. Bei KCH warten wir ja nach wie vor immer noch. Bei Challenger gibt es auch nicht mehr. Sind wir ja schon durch. Bei Klaas sind wir ja auch schon durch. Bei Fersen sind wir. Ne, da kommt auch noch was. Bin ich immer noch gespannt, was da kommt. Bei Fendt sind wir auch schon durch. Genau. Bei Hardy sind wir auch schon durch. Bei Sinki sind wir auch schon durch. Bei GCB. Da warten wir ja auch nach wie vor. Ich denke mal, ich glaube, nach dem Fettschieß waren wir im GCB Teleskoplader, Radlader. Ich glaube, das wird der letzte Fettschieß sein. Aber lass uns überraschen. Bei Jens, das sind wir auch schon durch. Bei John Deere gibt es neu den John Deere 6M Sirius als Kompakttraktor mit 130 bis 140 PS und 40 km Geschwindigkeit. Und den 2, 3, 4. 5, ja, den John Deere 8RX Series unter Großtraktoren mit diesen Kettenhühnern. Schönes Gefährt mit einer Leistung von 357 bis 458 PS und 40 km Geschwindigkeit. Sehr schön. Und hier kommt auch noch was dazu. Ja, sagen wir mal. Ja. Mal abwarten. So, bei Jungheinrich sind wir ja auch schon durch. Bei sind wir auch schon durch hier, wie man das heißt, ja, die Krone sind wir auch schon durch. Dann wurde neu hinzugefügt die Kategorie Kuhn. Und zwar einmal den Kuhn SPW Intensive 25.2 CL und dann der Shop-Kategorie Tierhaltung. Das ist so ein Futtermischwagen mit ja, diesem ja, Fressantrieb, sage ich jetzt einfach mal. Hat eine Leistung von 250 PS und eine Geschwindigkeit von 40 km und eine Kapazität von 25.000 Litern. Das ist doch natürlich sehr schön. Bei Landin ist dabei auch schon durch. Bei ja, sind wir auch schon durch. Bei Lizard sind wir auch schon durch. Bei Mack Trucks, da warten wir nach wie vor immer noch. Hier sind wir ja auch schon durch. Bei MAN sind wir auch schon durch. Bei Manitou sind wir auch schon durch. Bei Massey Ferguson. Sind wir ja auch schon durch, genau. Oh Gott. McCormick sind wir auch schon durch. New Holland. Da sind wir ja auch schon durch, okay. Mein Gott. Bamse sind wir schon durch. Ja, bei diesem komischen Entwickler sind wir auch schon durch. Bei Weirdtrack sind wir auch schon durch. Sind wir auch schon durch. Postelmash sind wir auch schon durch. Dann Fettner. Bottner auch schon durch, bei Schäfer warten wir nach wie vor immer noch. Dann gab es neu hinzu, gibt es die Marke Steyr und zweimal das Modell 8150, der Shop-Kategorie Kompaktfaktoren und dann Leistung von 135 PS und dann schon 40 km/h. Das ist auch gut. Und Strautmann, dann haben wir den Strautmann DM 1702 Dudle SF, auch unter der Tierhaltung, auch hier so ein Futtermaschine hier, so eine selbstfahrende mit 175 PS Leistung, 40 km Geschwindigkeit und 17.000 Liter Kapazität. Genau, so, bei Weitra sind wir schon durch, bei Versalis war schon durch und bei Zetor sind wir auch schon durch. So, dann gehen wir mal rüber zu Erntemaschinen und da fangen wir als erstes an bei Capello. Und zwar haben wir dann den vierten Eintrag S9, da haben wir den Capello Spartan 620 zum Feldhektar Aufsatz, hier, der auch zeigt, den Boden aufnimmt, die Gras und Einwohnungen. Eine Arbeitsbreite von 6,1 Metern Arbeitsbreite. Das ist auch schön. Und auch hier kommt was hinzu. Bei Case IH wurde der erste Eintrag hinzugefügt. Und zwar haben wir einmal den Case IH Ali Axila Flow 9250 metrischer. Mit 634 PS Leistung, 3 km Geschwindigkeit und 14.500 Litern Kapazität.
Dann haben wir hier 2, 3, 4. Dann haben wir hier den Case IH 3050 Terraflex 41 FL Schnellwerk mit 12 Meter Arbeitsbreite. Dann haben wir den Case IH 3100 62 Terraflex Drapple 45 FT Schnellwerk mit gleich einer Kopplung, wo wir es gleich hinten transportieren können. Hat eine Arbeitsweite von 3,7 Metern. Und dann haben wir noch den Case IH 4418N Maisflöcker mit 10 Meter Arbeitsbreite. Sehr schön. So, bei Glas sind wir ja auch schon durch. Bei Fendt sind wir auch schon durch. Bei Fendt sind wir schon durch. Betreuer Fendt sogar durch. Irgendwann sind wir auch schon durch. John Deere. Da kommt noch was. Da bin ich gespannt, was da noch kommt. Dann gibt es eine neue nee, hier eine neue Kategorie, aber bei Krampe wurde was hinzugefügt, und zwar einmal den Krampe 2003 Flathexer Schnellewerk, auch so ein Sammler, 3 Meter Arbeitsbreite. Dann haben wir einmal den Krampe 345 Plus Flathexer Schnellewerk mit einer Bewegungsleistung von 375 PS und 4,4 Meter Arbeitsbreite. Dann haben wir das Krampe 360 Plus Schnellewerk. Feldhäcksler Schneidewerk, mein Gott, mit der Nettoleistung von 600 PS und 6 Meter Arbeitsbreite. Und dann haben wir den letzten Eintrag hier noch, den Krampe Comfort Support Wille, keine Ahnung, Schneidewerk. Ich glaube, das sind so eine Transportdinger, irgendwie kann man vorne mit dran koppeln und macht es irgendwie einfacher zu transportieren. Keine Ahnung. Na gut, so bei Krone sind wir auch schon durch. Dann haben wir eine neue Marke, Lacotec. Haben wir den Lacotec LH2 Häcksler Schneidewerk. Ja, keine Ahnung, was das ist, kenne ich überhaupt nicht. Weder den Hersteller noch so ein Gerät, keine Ahnung. Bei Massey Ferguson sind wir auch schon durch. Bei New Holland wurde noch was hinzugefügt. Und zwar 1, 2, 3, 4. Genau, einmal den New Holland Brauner. Braut 9009X Oliv unter Oliventechnik, also da ist das der Olivenernter und das hier ist der Traubenernter. Beim Olivenernter haben wir eine Leistung von 182 PS und eine Geschwindigkeit von 30 km/h und eine Kapazität von 4000 Litern. So. Und dann kam auch noch ein Schnellwerk hinzu, und zwar einmal das New Holland Superflex 25 FT mit 10,5 Metern Arbeitsbreite. Und dann zerfällt sich hier auch bei New Holland auch durch. Bei Europa gibt es nach wie vor nichts Neues, Frostlimash auch nicht, sind wir sogar schon durch, und Ziegel sind wir auch durch, aber hier steht auch noch Kamenzun, also da kommt auch noch ein bisschen was dazu. Okay, so, und dann gucken wir mal, bei Akku sind wir durch, da kommt noch Schnee. Hier sind wir auch schon durch. Dann hier sind wir auch schon durch, meine Güte, bei Alpert. Da sind wir ja auch schon durch. Also vieles haben wir schon durch, aber es kommt eben halt auch noch vieles dazu. Bei Alpeco sind wir auch schon durch. Bei Amazone, da lässt sich es auch noch warten. Bei dieses hier sind wir auch schon durch. Bei Anna Groups, da haben wir den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, den letzten Eintrag. Und zwar den Anderson Group. Pro Kopf 150 und für Tierhaltung, das ist hier so ein Eisstreuwagen, mit einer Bewegungsleistung von 80 PS. Genau, so, dann haben wir Annaburger, da sind wir auch schon durch. Bei APV sind wir ja auch schon durch. Hier sind wir auch schon durch. Dann bei Berndtner sind wir auch schon durch. Bei Bergmann gibt es nicht weiter mehr. Ich muss ja mal nebenbei gucken, das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich ja echt den Überblick mittlerweile verloren habe. Ja, bei Berndtner, da gibt es den vierten Eintrag neu. Und zwar haben wir da den Berndtner TA 12.050 Power Retard, keine Ahnung, ist nicht teuer. Mit einer Leistung von 80 PS, Arbeitsbreite 8 bis 15 Meter Arbeitsbreite, ich glaube, das kann man dann einstellen. Und 9.000 Liter Kapazität, das ist auch schon mal nicht schlecht.
Hier sind wir auch. Ne, da müssen wir warten. Bei Bremer, da sind wir schon durch. Bei Biri ist der erste Eintrag neu. Und zwar haben wir dann den Biri Manure, Tierkörper, was auch immer, 14 Wochenmilchsteuer. Mittlerweile den Leistung von 140 PS, Arbeitsweite 12 Meter und Kapazität 14.000 Litern. Das ist doch nicht schlecht. So, bei Klaas gibt es nicht weiter Neues. Bei Case gibt es was Neues und zwar den vierten Eintrag. Und zwar einmal der oder den Case Quadrant 5300 FC ist eine Qualarbeitfasser mit einer benötigten Leistung von 250 PS. Genau. Dann hier gibt es nichts Neues. Hier gibt es auch nichts Neues. Dann gibt es hier auch nichts Neues. Bei Delman gibt es auch nichts Neues. Bei zwar gibt es nichts Neues. Düsseldorf, oder wie das ausgesprochen wird, gibt es auch nichts Neues. Einbeck gibt es nichts Neues. Bei Elo gibt es auch, wurde jetzt auch der letzte Eintrag hinzugefügt. Ich dachte eigentlich, es gibt noch einen Leit- und Steinsammler, der ein bisschen größer ist, aber nein. Der Elo Dute 7300. Unter Shop-Kategorie W-Technik wurde hinzugefügt. Das ist so ein Mähaufsatz im Teil, wo wir Wiese mähen können. Mit einer benötigten Leistung von 180 PS und 7,3 Meter Arbeitsbreite. Schöne Arbeitsbreite. Finde ich ein bisschen schade, dass wir jetzt nicht so viele Steinsammler haben, aber auch da werden wir mal sehen, was dann so noch die Mods bringen. Bei Fräsen gibt es nichts Neues. Bei Farmax oder wie das ausgekommen ist, gibt es auch nichts Neues. Bei Farmtech gibt es auch nichts Neues. Bei Farmtech gibt es was Neues. Und zwar einmal den zweiten Eintrag. Da haben wir den Farmtech Vari, was auch immer. 750 ist ein Mischstreuer. Sieht mir aus wie diese Schmalspur-Mischstreuer. Was für Oliven und Trauma angeht. Mit 94 PS Leistung, 8 Meter Arbeitsbreite und 4900 Liter Kapazität. Dann im dritten haben wir den Super-Kiss. 800 Güllewas mit 80 PS benötigte Leistung, Arbeitsbreite 15 Meter und Kapazität 8200 Litern. Und den vierten Eintrag, den Polykis 1550, auch ein Güllewas mit einer benötigten Leistung von 165 PS, Arbeitsbreite 15 Meter und Kapazität 15.500 Litern. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Bei Fendt wurde nicht Neues hinzugefügt. Bei Fliege gibt es den zweiten Eintrag und der ist neu. Und zwar haben wir da den Fliegel TMK 273, ein Anhänger mit 40.000 Liter Kapazität. Auch nicht schlecht. Genau, dann gucken wir mal weiter. Hier gibt es nichts Neues. Bei Grasshoppers Industries gibt es auch nichts Neues. Bei Grimmel gibt es auch nichts Neues. Harvey gibt es auch nichts Neues. Harvey. HW, ist auch nicht Neues. Hi zum Markt. Sind wir ja schon durch. War das? Sind wir auch schon durch. Bei Horsch sind wir auch schon durch. Na gut, ja. So, bei John Deere gab es den zweiten Eintrag. Und was für eine Überraschung. Da gab es den John Deere 60 603R. Frontlader mit benötigter Leistung von 130 PS. Ja, stabil, kann man machen. Muss man aber nicht. So, bei Kaweco gibt es. Sind wir schon durch bei Seelas oder auch schon durch, keine Ahnung. Bei Kinds sind wir auch schon durch, bei Knoche sind wir auch schon durch. Bei Ketteln warten wir noch. Bei Kette sind wir auch schon durch. Bei Krampe sind wir auch schon durch. Bei Agroliner Krüger, da gab es den zweiten Eintrag, das ist auch der letzte Eintrag, der hinzugefügt worden ist. Und zwar dann den Krüger PWO 24, ist ein Beinsammelwagen. So, schön, ist was Neues, kenne ich so noch gar nicht. Auch unter dem Mods jetzt, muss man ja zusagen. Dann bei Krone sind wir nach wie vor durch, weil, ach man, Krone Trader. Die sind wir auch schon durch. Bei Kuhn gibt es auch diesmal was Neues. Und zwar einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Der neunte Eintrag, den SLC 141, ist ein Mischstreuer mit benötigter Leistung von 180 PS, 10 Meter Arbeitsbreite und 15.600 Litern Arbeitsbreite. Dann geht es weiter mit 10, 10, 11,
12, 13. Da haben wir den GF 8712, das ist im Bänder von Kuhn, mit 40 PS bündelter Leistung und 8,7 Metern Arbeitsbreite. Dann haben wir die Nummer 15. Da haben wir den GA 4731, das ist ein Sparer, mit einer bündelten Leistung von 35.000, alles da, 35.000 PS, na klar, 35 PS und 4,7 Meter Arbeitsbreite. So, dann haben wir hier 15, 16, 17, 18. Dann haben wir den coolen SB 1290 ID. Das ist eine Beinpresse. Das sieht mir auch aus wie eine Quallerbeinpresse. Benötigt 195 PS Leistung. Dann haben wir den 19 und hier die 20. Da haben wir den RA 142 und auch unter Tierhaltung. Oder Shop-Kategorie Tierhaltung. Das ist auch hier so ein Einstreuwagen sein. Mit einer Bündelleistung von 90 PS und 11.900 Kapazität. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Also bei Kuhn können wir uns dann mittlerweile schon tot schießen. Genau, bei Covalent, was auch immer wie das ausgesprochen wird, ist der vierte Eintrag neu. Und zwar haben wir das Modul 4140 unter Mähtechnik, das ist auch so ein, ja, so ein Mäher für Rasen. 85 PS Leistung und 4 Meter Arbeitsbreite. Das ist ja schon mal schön. So, Lämpchen, da sind wir. Ach, da kommt so auch noch was, irgendwann mal. Bei Lizard gibt es was Neues und zwar einmal den vierten und fünften Eintrag. 1, 2, 3, 4. Also, da haben wir den MKS 8. Tierhaltung ist im Futterwagen, also ist im Wasserwagen, 8000 Liter. Und den MKS 32 auch im Wasserwagen. Beziehungsweise ein Transport ging es da für LKWs mit 32.000 Stand Wasser. So, okay. Dann hier bei Maggis sind wir auch schon durch. Mercy Ferguson, da sind wir auch schon durch. Mechanic Industries war schon durch. Bei Nardi, da warten wir nachher immer noch. New Holland, da sind wir schon durch. Bei Nordstein, da warten wir auch noch ganz gespannt. Bei Paladin, da sind wir schon durch. Bei Redner, da kommt auch noch was irgendwann mal. Ja, warten. Ja, bei den Hersteller, da war schon durch. Hier sind wir auch schon durch. Ja, hier sind wir auch schon durch. Bei Rabe, da sind wir auch schon durch. Opa. Da sind wir auch schon durch, Rosselmensch, sind wir schon durch, Rudolf, da warten wir noch. Dann haben wir dieses Samsung, Lamas, keine Ahnung. Und zwar einmal haben wir da den Z2 840H, ist ein Bänder mit einer Bündelleistung von 80 PS und 8,4 Meter Arbeitsbreite. Sehr schön. Hier. Hatten wir schon. Mal gucken. Ja, genau, Schauten. Neue Marke, die wurde auch hinzugefügt. Und zwar haben wir hier einmal Güllefass, das VT 130 mit 150 PS bündelter Leistung und 13.000 Litern Kapazität und den Speeder SP 6834 fürs Güllefass, diesen Anschluss da. Mit 40, dann 40 PS benötigte Leistung und 6,8 Meter Arbeitsbreite. Meine Güte. So, dann haben wir dieses Schutti-Mark oder was haben wir, keine Ahnung. Neue Marke haben wir dann wieder hier und zwar einmal diesen Sweep-Kühnsel. Und zwar haben wir den F240 Rauchmähwerk mit benötigten Leistung 40 PS und 2,4 Meter Arbeitsbreite. Dann haben wir eine neue Marke wieder. Da haben wir das SIP. Da haben wir das Warforged 254, das ist ein Fender. Und den AIR 300 FALP, ist auch ein Fender. Mit 100 PS benötigten Leistung und 3 Meter Arbeitsbreite. Genau, dann bei Strautmann gibt es nichts Neues. Hier gibt es auch nichts Neues. TMC gibt es nichts Neues. Hier bei Treffer gibt es nichts Neues. TT gibt es nichts Neues.
Zelda-Stat, oder wie das ausgesprochen wird, ist auch nicht mal. Bei Simcon sind wir schon durch. Bei TM sind wir schon durch. Bei Velga sind wir schon durch. Bei Wilson Trader warten wir noch. Und bei Spama sind wir schon durch. Und Kamitsu, also hier kommt auch noch was. Unter Diverses gibt es nach wie vor leider immer noch nichts Neues. Finde ich ein bisschen traurig. Ja, müssen wir mal kicken, was hier noch kommt. Alles klar, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, dann das ist mit einem Daumen nach oben. Übrigens, aktueller Stand ist der 6. der Samstag. In 10 Tagen ist es ja soweit. Dann kommt ja auch der Landwirtschaftssimulator 2022 raus. Ja, wenn ihr es nach wie vor aufgestellt wollt, Links sind alle in der Videobeschreibung. Der Link der Webseite ist auch in der Videobeschreibung. Könnt ihr ganz rein reinschauen. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich. Bis dann. Ciao, ciao.